Normalerweise versuchen wir immer zu vermeiden, dass Gastkritiker und das Team des zu besprechenden Films irgendwie hier zusammentreffen. Das ist manchmal auch sehr peinlich, nicht? Dann sitzen die da und dann druckst dir vorne jemand rum und fand das dann doch nicht so doll und so. In dem folgenden Fall habe ich es vorher abgefragt, also gar kein Problem, dass das Team von 24 Wochen noch hier ist, Autogramme gibt, außerdem glaube ich sowieso gerade gar nicht mehr zu, und noch interviewt werden. Wir reden über den Film. Andreas Dresen ist heute unser Gastkritiker. Und ich habe es ja schon gesagt, Andreas, für mich gibt es da durchaus auch eine Parallele. Also das, was du gemacht hast in so ein Film wie In halb auf freier Strecke, das hat durchaus ja auch Folgen. Und die Methode ist durchaus ähnlich in 24 Wochen, eben echtes medizinisches Personal. Hast du auch einen Augenblick dran gedacht? Ja, na, das ist natürlich eine tolle Methode, finde ich, die einfach auch funktioniert. Ja, also, weil diese Leute wissen natürlich genau, wovon sie reden. Also wenn sie mit diesen Diagnosen, mit diesen komplizierten medizinischen Prozessen umgehen, sie haben die entsprechende Tonlage dafür. Das ist etwas, was man mit Schauspielern nur sehr begrenzt nachempfinden kann, glaube ich. Und insofern finde ich das eine sehr interessante Art, in dem Fall Laien oder nicht professionelle Spieler zu konfrontieren mit den Profis, die dann die Figuren verkörpern. Und in diesem Fall funktioniert das ganz wunderbar. Also ich habe im Kino gesessen und geweint, weil mich die Fragestellung, die der Film stellt, auch wirklich erschüttert hat und beschäftigt. So, das ist eine ganz wichtige moralische Frage, die wir uns alle persönlich beantworten müssen. So. Und ein sehr starker deutscher Film hier im Wettbewerb, finde ich übrigens, fand ich sehr nett, dass Radio 1 mir den eigentlich gar nicht auf den Zettel gesetzt hatte heute. Also ich sollte ja eigentlich nur die beiden anderen Filme schauen, um mich da wahrscheinlich auch freundlicherweise nicht in Loyalitätskonflikte zu bringen. Aber ich guck mir natürlich die deutschen Filme an, die hier laufen, einfach auch um die Kollegen zu unterstützen. Und deswegen wollte ich da unbedingt reingehen. Und das hat sich wirklich gelohnt. Das ist ein toller Film, finde ich. Jetzt sind sie schon weg. Aber ich sag's trotzdem gerne, es sind großartige Schauspieler, die sich dieser Sache wirklich aussetzen. Und das merkt man dann halt auch. Und das berührt einen dann als Zuschauer auch wirklich tief im Herzen, finde ich. Mir ging es ganz genauso und ich finde eben auch schön, dass der Film eben auch jetzt nicht sagt, das ist jetzt die Lösung, so muss es sein. Also wir verraten übrigens jetzt nicht, wie sie sich entscheidet. Ich finde, es ist auch durchaus ein Spannungselement. Man überlegt ja die ganze Zeit, wie sie sich entscheiden wird. Wir lassen das offen. Aber dass man eben als Zuschauer so herausgefordert wird, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element, dass der Film nicht einen Zeigefinger erhebt und sagt, das ist der Weg, den man gehen muss. Nein, es gibt Momente in dem Film, wo man das befürchtet, dass der Film diesen Zeigefinger jetzt erhebt und man denkt immer, nein, bitte nicht jetzt diesen Weg. Und dann er vermeidet das auf so eine kluge Art, die falschen dramaturgischen Entscheidungen zu treffen. Und deswegen ist er so intelligent und fordert einen eben auch mit. Und ich mag herausfordernde Filme. Es wird sicherlich auch Leute geben, die damit gar nichts anfangen können oder sich so provoziert fühlen durch den Film, dass sie überhaupt keinen Bock mehr haben, damit sich zu beschäftigen. Ich gucke da eine ganz bestimmte kirchliche Ecke. Ja, also das kann durchaus passieren, sage ich mal. Aber das ist es wert und wir müssen diese Diskussionen führen. Und der Film ist da eine ganz starke Stimme, finde ich. Also das 24 Wochen im Wettbewerb der Berlin. Du hast also den Soll übererfüllt heute. Vielen Dank dafür auch. Zweiter Wettbewerbsfilm, den du gesehen hast, ist ein Film von André Téchiné aus Frankreich, der hier schon vertreten war im Wettbewerb. Ein Regisseur, der gern autobiografisch auch erzählt. Also man merkt, da sind persönliche Erfahrungen, die da einfließen. Das ist erstmal eine wundervolle Gegend in diesem Film, in die wir da kommen. Also fantastisch. Being 17, also 17 Jahre alt sein, das sind die Hauptfiguren. Und das ist erstmal so eine, finde ich, ganz klassische Schulgeschichte, am Anfang zumindest so mit Rivalitäten, wie man es so kennt. Ja, so geht's zumindest los. Das spielt so in Südwestfrankreich, in den Bergen, so eine Kleinstadt, fast ein Dorf, kann man sagen, in einer sehr atemberaubenden Landschaft. Da ist ein Gymnasium, da gehen zwei Schüler gemeinsam hin, Damien und Thomas. Und die haben eine große Rivalität. Die können sich am Anfang des Filmes überhaupt nicht leiden. Also es geht hin bis zu übelsten Prügeleien. Sie verletzen sich gegenseitig. Es gibt eine große Kontroverse. Und natürlich, man ahnt es dramaturgisch, selbstverständlich geht es in dem Film darum, wie diese beiden dann doch zueinander finden. So, das ist natürlich eine große dramaturgische Herausforderung, zumal die Feindschaft und die Rivalität zwischen den beiden so groß ist. Und am Anfang ist es auch so, dass der eine Junge, der ist ein Adoptivsohn, der kommt aus dem Maghreb, also der ist ein bisschen dunkelhäutig. Und dann, man hat so ein bisschen auch das Gefühl, da kriegt der Film eine ganz interessante, auch aktuelle politische
politische Färbung, finde ich, wie so verschiedene Herkünfte zusammenfinden und dann doch versuchen, letztendlich eine gemeinsame Sprache zu finden. Das fand ich sehr interessant. Der Film hat eine sehr direkte filmische Sprache. Er ist mit Handkamera, er ist sehr dicht an den Figuren. Die Schauspieler sind großartig und hinreißend. Ich finde, dann allerdings verliert sich der Film, was das Drehbuch betrifft, in zu vielen dramaturgischen Linien. Es ist dann eben doch nicht nur eine Coming-of-Age-Geschichte, es ist auch noch eine Coming-out-Geschichte. Die beiden Jungs sind dann homosexuell und finden auch auf dieser Ebene zusammen. Der Vater des einen Jungs ist Militärflieger, verunglückt. Also es sind sehr viele Elemente da zusammengeführt. Eine Schwangerschaft spielt übrigens auch eine Rolle in dem Film. Aber für meinen Geschmack dann doch zu viel. Und damit wird der Film am Ende so ein bisschen überladen und verfehlt es dann doch, dass er einen so richtig berührt. Ja, also trotz der großartigen Schauspieler und auch einer guten Herangehensweise, finde ich. Ich habe ein Wort zu den Schauspielern, damit Sie auch wissen, wer da mitspielt. Also Sandrine Kiberlain spielt die Mutter eben des weißen Jungen und eine wunderbare Schauspielerin. Ja, großartig, also sehr fein gespielt, auch in dem Schmerz. Sie verliert dann ihren Mann, so ich glaube, das kann man in dem Fall ruhig sagen, ohne den Filmgenuss zu verderben. Ja, das ist ja ein Film, der nicht auf die äußere Spannung setzt. Und ich habe es ja schon gesagt, wenn man so eine Konstruktion sieht, zwei total verfeindete Charaktere, das kennt man im Kino, die finden am Schluss irgendwie zueinander und werden irgendwie Freunde. Und die Jungen, also der Dunkelhäutige ist Corentin Fila und der andere ist ziemlich bekannt übrigens, auch bei der Berlinale, nämlich Casey Mote Klein. Das ist dieser super Typ aus dem Film Home mit Isabelle Huppert und dann haben wir ihn gesehen in Meine Schwester, der immer mit der Schwester gemeinsam klaut. Der ist jetzt nur auch älter geworden, das geht ja wahnsinnig schnell bei jungen Leuten, hat immer noch diese tollen... Bei uns auch Knut. Ja, wohl wahr. Aber die sehen wirklich dann total anders aus nach einem Jahr und hat immer noch diese tollen, super erotischen, abstehenden Ohren und er ist in diesem Jahr Shootingstar der Berlinale, also gehört zu den 10 Shootingstars, ist also auch in Berlin. Wir versuchen ihn auch nochmal herzubekommen, wird aber schwierig, weil er in diesem Shootingstar-Rummel ist. Aber ich muss noch etwas sagen, auch zur Verteidigung des Films. Ich fand das eigentlich nicht überladen. Erstmal weiß ich gar nicht, ob die beiden Jungen wirklich homosexuell sind. Also schwul ist, glaube ich, nur die Figur von Casey. Der andere tröstet ihn, glaube ich, eher. Und ich hatte so den Eindruck, alles, was du jetzt dramaturgisch dem Film vorwirfst, hat damit zu tun, die zusammenzubekommen. Das sind ja alles Einschnitte und Erfahrungen, die letztlich sie dann emotional dahin bringen, dass sie eben dann doch zusammen im Bett landen. Also insofern hat es für mich eine gewisse dramaturgische Folgerichtigkeit und schiebt also quasi diese Liebesgeschichte an. Ja, das stimmt sicherlich auch. Trotzdem fragt man sich natürlich, wenn man den Film guckt, woran liegt es? Also, und letztendlich muss ich dann doch sagen, was mir bei dem deutschen Film so imponiert hat, ich habe da im Kino gesessen und die Emotionen haben mich dann einfach mitgenommen und überwältigt. Und man verliert dann irgendwann ganz von selbst, finde ich, bei einem wirklich funktionierenden, guten Film, komplett den analytischen Blick. Auch wenn man jetzt mit der Aufgabe da sitzt, jetzt hier heute Abend über den Film zu sprechen, vergesse ich das dann einfach. Ja. Und warum, verdammt nochmal, ist mir das bei diesem französischen Film nicht so geglückt wie heute Abend beim deutschen Film? Und ich glaube, dass das tatsächlich damit zu tun hat, dass dann, also für meinen Geschmack hätte es tatsächlich gereicht, diese beiden Jungs in irgendeiner Form zusammenzubringen, ohne dass dann auch noch Homosexualität und der Tod des Vaters und so weiter eine Rolle spielen. Das ist natürlich, wie du richtig sagst, sind dramaturgische Versatzstücke, um das mit zu bewerkstelligen. Aber sie wirken dann doch auch in ihrer Fülle ein kleines bisschen angepappt. Es ist dann so dramaturgisch auch so ein bisschen gewollt. Mhm. Muss aber auch dazu sagen, schwul sein müssen Sie, ist ein Film von Téchiné. Und ich sage, es ist immer auch um was Autobiografisches, da mag durchaus ein Stückchen eigene Erinnerungen auch mit hineinkommen in diesen Film, den Sie auch noch sehen können, nämlich morgen um 15 Uhr zum Beispiel im Friedrichstadt Palast. Dann gibt es noch 3 weitere Termine. Dieser Film, also 17 Jahre alt sein, Being 17, der Film von André Téchiné im Wettbewerb der Berlinale. Einer von 4 französischen Filmen, davon eigentlich 2 außerhalb der Konkurrenz. Dieser ist in der Konkurrenz. Andi, erstmal ganz herzlichen Dank bis hierher. Wir hören uns dann nochmal. Wir wollen noch einen weiteren Film reden. Andreas Dresen, Gastkritiker.